Um auf den Betoninseln die fehlenden Waterdees zu finden, müsst ihr erstens nach hinten zu dieser Insel schwimmen. Das ist gerade da beim Ende vom Abschnitt. Da liegt ein umgestürzter Poller und da schwimmt ihr einfach nach hinten. Und dort gibt es dann in der Truhe einen Waddle-Dee. Und um den letzten fehlenden Waddle-Dee in diesem Level freizuschalten, müsst ihr mit dem Bohrer bis nach da hinten kommen, wo diese Feuerdinger schießen. Ihr seht es gerade. Und dort müsst ihr an der richtigen Stelle in den Boden, wie ich es euch zeige. Und da gibt es eine Maxi-Tomate und sobald ihr die einsammelt, bekommt ihr das letzte Achievement. Und da wir jetzt alles nachgeholt haben, tja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Genau, beim letzten Mal haben wir ja eigentlich ganz gut gearbeitet. Einmal den einsamen Strand, ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal war. Ups. Und die Betoninseln, wo wir jetzt gerade noch die drei fehlenden Sachen nachgeholt haben. Also die versteckte Insel, den letzten Waddle-Dee und diese Maxi-Tomate, von der ich einfach nichts wusste. Und klar, wir könnten jetzt auch diese Zusatzsachen machen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal straightforward bis zum Boss und dann machen wir die anderen. Und zwar Klettertour auf dem Zementgipfel. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Vier versteckte Waddle-Dees, das sollte machbar sein. Let's go. Meine Mütze sitzt ein bisschen schief. Es tut mir leid. Okay, was haben wir denn hier? Also, es ist die Klettertour. Dementsprechend gehen wir davon aus. Bin ich tot? Das war seltsam. Kann ich die nicht one-shot? Bumm. Doch, kann ich. Seltsam. So, ich werde mich natürlich wieder sehr gut umschauen. Wir wollen ja schließlich nichts verpassen. Was gibt es immer, wenn ich auf der Kanone lande? Oh, was? Ich wusste nicht, dass sie Schaden macht. Oh, vielleicht die Bilder? Ja. Drei Stück sind es. Okay. Vorsicht, wir haben fast keine Leben mehr. Okay. Dann halt nicht. Huh? War cool. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Okay, hier müssen wir irgendwas. Da hinten die Bombe. Perfekt. Was ist das denn? Oh! Krimskrams Igel. Wir kriegen Dings. Wir können den Igel erweitern und stärker machen. Das finde ich super. Im Übrigen, im Dorf hat sich ziemlich viel getan. Weil ich das Spiel zwischendurch beendet habe, ist schon wieder ein neuer Tag. Sind da ein paar Gebäude aufgetaucht. Sorry, dass ich das nicht aufgenommen habe, aber ich zeige es euch nach dem Level. Hören wir uns das ganz kurz an. Also bleibt auf jeden Fall dran. Was gibt's hier? Das sieht auch ein bisschen. Ja. Was ist das denn hier? Wieder wackeln. Oh, der erste Waddle-Dee. Cool. Boah, das nervt mich gerade total, dass meine Mütze so ultimativ schief sitzt. Ist das so besser? Ich glaube. Okay, und das Geld natürlich. Also wer das Geld nicht mitnimmt, selber schuld. Ich hab schon 3500. Krank. Also ungefähr. Ja, ich glaube, wir müssen da hoch. Das soll uns der Pfeil sagen. Schnell durch. Durch, komm. Hey. Kann ich dem trauen? Ach komm, wir tun's. Je nachdem, was wir alles verpassen. Wir müssen natürlich auf die Kirby-Poster achten. Und wahrscheinlich noch auf ein paar andere Sachen. Oh, da vorne sieht es aus wieder wie ein Bosskampf. Immer die Milch. Ich würde sagen, wir wechseln zu Boomerang, weil der war sehr stark. Ja. Okay, es ist schon wieder ein neuer Typ. Okay, und der beherrscht die Kraft des Tornado-Drehens. Oh, der verfolgt mich immer noch. Aber jetzt sieht es aus, als wäre er fertig, ja. Und zack, zack, zack. Oh, er kommt. Vorsicht, Vorsicht. Oh, die Welle, die wusste ich nicht. Okay. Die habe ich nicht gesehen. Oh, er ist gebrochen. Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Ich bin Smash-Spieler, ich darf das. Hui. Okay, er macht wieder seinen Drehkreise. Oh. Was hätte ich da jetzt machen sollen? Okay, er kommt wieder. Yo, wie stark ist er denn? Komm, jetzt hör doch auf. Er ist fertig. Down.
Ich würde sagen, wir nehmen das neue Item gerade mal. Was bringt mir das? Oh, wir sind jetzt auch. Ach du meine Güte. Ja, wir sind sehr luftig, so wie es aussieht. Ja, fühle ich. Okay, wir müssen trotzdem gucken, nicht, dass hier irgendwie was ist. Ich kann auch drehen. Ich bin der Tornado-Meister. Ach du meine Güte, aber wir sind sehr schnell und das freut mich. Da fliegen wir mal drüber. Also Steuerung mit dem Ding gewöhnungsbedürftig, aber es macht Spaß. Oh, ein what? Nein, der ist on time. Perfekt. Okay. Ist auch der zweite sehr schön noch nichts verpasst. So will ich das. Heißt jetzt aber nicht, dass ich mich hier hinten nicht mehr umschaue, gell? Hier? Warte, jetzt drehen. Perfekt. Und die hier nehme ich auch noch mit. Oh, die despawnen einfach. Okay. Ich find's cool. Wir haben so den ultimativen Drehkreis in Deluxe. Hier ist... Oh, habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön. Tschüss! Ja, 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 den habe ich gesehen. Okay. Wir haben schon zwei Poster, das finde ich auch gut. Ist hier hinten noch was? Immer, immer, immer. Oh, ja. Aha. Immer gut umgucken, Leute. Ist sehr wichtig. Das Mikrofon ist ein bisschen falsch platziert. Es tut mir leid, das ist nicht ganz passend. Okay. Ach, wir können. Das war easy. Oh, mein Nacken tut so weh. Ich hatte das Fenster auf vorgestern Nacht. Und mein Hals ist einfach tot. Vermeide Kontakt mit den Stacheln. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Schön, dass das auch noch einen gibt. So, und jetzt fehlt uns noch das Poster und noch ein verstecktes. Bin mir sicher, dass wir das auch noch finden. Weil du bist tot. Tschüss. Ihr auch. Das sieht sehr auffällig aus. Was? Was? Hä? Oh, wir müssen wahrscheinlich durch alle Ringe. Das ist bestimmt ein Achievement. Ja, das ist safe. Also wenn das kein Achievement ist, schlecht safe. Vor allen Dingen ist das so eine unrealistische Steuerung. Runter ist runter und hoch ist hoch. Drehen! Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Oh Gott. Oh. Den habe ich gesehen hier rechts. Oh, hier müssen wir ganz schön runter. Ja! Nein! Ich bin mir sicher, es ist ein Achievement, wenn wir durch alle Ringe durchfliegen. Ich dachte, wir kriegen nochmal die Chance. Ja, kriegen wir! Also, falls jemand so einen Ring verpasst, baut mit Absicht einen Unfall. Wie weit geht denn diese Flugpassage? Also, es ist ja mal wieder mega cursed, wie dieses Game ist. Ja. Ich beschwere mich nicht darüber. Bitte sag mir, dass hier noch ein Ring ist. Bitte. Ey, Spiel. Also ich bin mir so zu ziemlich 100% sicher. Ja, bitte. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir durch alle Ringe durchfliegen müssen, um dafür diesen Waddle Dee zu finden. Bin ich mir wirklich sicher. Also hallo, 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 hallo. Umdrehen, ja. Also auch dieses Hoch und Runter. Bin ich ein bisschen... Im normalen Spiel ist runter hoch und hoch ist runter. Auch beim echten RC-Fliegen so. Aber hier ist es halt anders und das ist blöd. Das verwirrt einen. Okay, runter, 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 runter.
runter und hoch. Und jetzt jeden Ring. Oh, Mann, ich bin... Ach, komm. Oh, ich hab die gar nicht gesehen. Jetzt schon nach links. Und hier nach unten. Hier, hier, hier. Komm schon, bitte. Das muss es doch jetzt sein. Hier gibt's keine... Da rechts! Bitte setz mich ein Stück zurück. Ja, perfekt. Seht ihr das? Da ist die Wand brüchig. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, ey. Aber, cooles Versteck. Ja, da sind Ringe. Da ist auch ein Wardle, die... Okay, ist ja gut, ich hab's kapiert. Aber das letzte Achievement? So wie es aussieht, nicht entdecke, durchfliege alle Ringe. Aber das hätte ich mir jetzt denken können. Wenn es doch durch alle Ringe fliegen sein sollte, dann sage ich euch das einfach in der nächsten Folge. Ach, der ist ja unverwundbar, gell, wenn er seine Eis-Attack macht. Das ist die Kokosnuss. Es ist die Kokosnuss zerstören. Es ist die Kokosnuss zerstören. Das ist das letzte Achievement. Es fehlt noch ein Gesuchposter. Boom. Immerhin ein Achievement. Aber was das letzte ist... Also wenn es jetzt wirklich durch alle Ringe fliegen ist, also dann erstens erfahrt ihr es hier und zweitens... Keine Ahnung, wie ich das noch holen soll. Ist hinten noch. Wir sehen es ja jetzt. Bitte sei nicht zu mies. Bitte. Also mir fällt auch kein Ring ein, an dem wir vorbeigeflogen sein könnten. Wer ist Federina? Nein, wir müssen bei den Bossen Eis-Item benutzen. Komplett falsche Musik. Warte, warte, warte. Emotional tiefgründig. 1, 2, Haferbrei. Kirby ist ein rosa Tier. 1, 2, Haferbrei. Denn Kirby ist sehr süß. Mario Fan 888. Perfekt. Okay, ich würde sagen, ja, wir gucken uns noch ganz kurz die Animation an. Und ich schneide euch natürlich kurz diesen Boss nochmal rein. Bis gleich. So, wäre das also auch geschafft. Ganz kurz, wenn ihr fliegt, ihr könnt mit L und R die Steuerung umdrehen, sodass ihr ganz normal fliegt. Also wenn ihr mit dem Stick nach oben geht, dass er nach unten fliegt. Funktioniert. Wir machen direkt weiter mit dem stromschnellen Wasserwerk. Okay, let's go. Beim Boss, ihr müsst einfach ein bisschen, ihr müsst halt einfach eine gute Zeit finden, wo der Boss lange stillsteht, sonst könnt ihr ihn halt nicht einfrieren. Fertig. So, das, ich glaube, das ist das Wichtigste, was es zu sagen gibt. Bevor ich jetzt, ich gehe jetzt erstmal nach hier unten. Aber hier ist eine Statue. Diesmal kein Achievement, okay. Hier ist die Kamera so seltsam. Aber nein. Okay, eben der Boss muss eine längere Zeit stillstehen, damit ihr zum Einfrieren kommt. Ich gehe gleich nach da unten. Ich will mich hier erst nochmal sicherheitshalber umgucken. Ja eben, hier gibt es noch Sachen. Na, ob dieses Fliegen jetzt immer so eine gute Sache ist, ich weiß es nicht. Perfekt, so. Aber hier scheint es... Nö. Na dann.
weiß nicht, ob ich hier im Wasser sein will. Na, ich kann springen. Also, falls wir was verpassen sollten, kann auch zurückfliegen. Die Lampe sieht sass da drüben aus. Ich nehme jetzt trotzdem mal hier die Kirsche. Da in der Mitte ist ein Waddle Dee. Warum nicht? Nehme ich gerne mit. Hier gibt es 5. Okay. Das ist 5, ja. Da verzähle ich mich. Nee. Dann werde ich das nachsynchronisieren. So, da oben. Das dachte ich mir schon. Okay. Ein bisschen Fisch. Warum nicht? Esse ich zwar nicht gerne, aber... Bis jetzt... Ah, okay. 3 Konserven müssen wir essen. Gut. Das, glaube ich, machbar. Wir gucken uns aber trotzdem immer ganz gut um. Da oben zum Beispiel. Da könnte jetzt wieder was sein. Greif gar nicht an. So, hier drüben. Ich finde solche Sachen, wo man eben hoch kann, sehen immer ein bisschen sus aus. Das war jetzt eher ein Kaffee. Ja. Ja, genau. Was ist das denn? Da ist die Jude Milch. Die nehme ich noch. Ja, hier komme ich jetzt nicht hoch. Warte, ich muss erst hoch. So, und dann. Oh, was gibt's hier oben? Auch nichts mehr. Dass hier von links Wasser kommt, ist seltsam. Aber da geht's auch nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, klettern wir hier mal hoch. Ja, was gibt's hier hinten Besonderes? Also hier würde doch nicht einfach nix sein. Da drüben ist offen. Aha, was sehe ich hier? Nichts Besonderes. Okay, das ist schon ein bisschen seltsam, dass man hier hoch kann, es hier aber nichts gibt. Oh lol, Boss. Nee. Mann, warum bin ich so schlecht? Ich glaube aber, hier hilft es wirklich, dass ich dieses Luft als Luftelement habe. Das macht es mir hier um einiges einfacher. Ja. Soll ich das als Boss in die Kapitel rein? Ich mache das trotzdem mal als Boss rein. Ja, ja. Dafür gibt's was? Ein Waddle Dee. Schon wieder was zum Entwickeln. Für die Bomben, okay. Ich hätte lieber was für Luft oder so. Oder für Feuer nochmal. Das mit Feuer war ja auch wirklich zu episch. Ja, Sprung nach unten. War tot, würde ich sagen. Ja. Ja, ich sammle hier mal kurz alles ein. Hier muss man irgendwas aktivieren. Was bist du denn für eine Münze? Ah, hier hinten, ich sehe es auch schon. Da öffnet sich für uns auch schon der Weg zu einem Waddle. Zu einem komplett anderen Level. Oh, nee. Wir kriegen wieder so ein... Wir kriegen wieder so ein Boot. Okay, da ist auf jeden Fall ein Waddle, die vielleicht unterwegs noch irgendein Achievement zerstöre alle zerstörbaren Sachen. Das Achievement wird sein, fahre durch, ohne dich einmal zu verlaufen. Also wenn das kein Achievement ist, come on. Ernsthaft. Okay, ich hätte mir das jetzt noch als Achievement vorstellen können, dass man eben da durch muss, ohne da sich zu verfahren oder so. Ja, schade. Halt, da oben waren wir schon. Dann geht es hier weiter. Das da hinten, das sieht da jeder, das leuchtet extremst. Das nehmen wir doch mal mit. Hier gibt es noch eine Konservendose, habe ich gehört. Nee? Ach komm. Nein? Schade. Ich hoffe, wir finden die alle keine Lust, da immer vorne was hinschneiden zu müssen.
I see, I understand. But da sehe ich jetzt nichts, da bin ich davor. Na, hier ist aber auch nichts. Dann mal kurz hier rüber düsen. Finde den goldenen Fisch. Ja, den goldenen Fisch, Leute, der ist hier. Wo? Was ist denn das bitte für eine Battle Arena? Was ist meine Aufgabe? Da ist auf jeden Fall ein Wardle. Ja, ich spuck das mal kurz aus und saug ihn mal ein. Damit wir hier die brennenden Sachen wegmachen können. Backdrunk, nehmen wir doch mal die gute Treppe mit. Oh Gott. Ich glaube, Wasser ist schädlich. Ich glaube, dann noch hier hin, gell? Da müssen wir reinkommen. Zu beiden Waddle Dees? Unterstütze ich da? Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir auch noch eine Leiter. Treppe hin. So. Erstmal hier. Da gibt es einen sammelbaren Gegenstand. Den nehme ich mit. Also warum denn auch nicht? So, wenn er schon da so rumsteht. Ja, Eis-Item. Hab ich schon, Meister. Aber danke fürs Angebot, ey. Wie kann er mich treffen in meiner unverwundbaren Phase? So, immerhin down. Nicht zu vergessen, wir suchen ja immer noch nach Konserven. Das ging ein bisschen daneben. Egal. So. Dann wird hier mal nach rechts und dann nach vorne gelaufen. Dahinter verbirgt sich... eine Konserve. Ich wusste es. Also nein, ich wusste es nicht. Aber ich war mir sicher, dass hier eine ist, weil das ist so ein großer Bereich. Also mega cringe, wenn hier keine... wer hier keine Dings findet. Okay, und das hier. Gut, aber das finde ich jetzt auch, das Rätsel fand ich schon etwas einfacher. Weil das sind keine Gegner. So, zwei Waddle Dees auf einen Schlag, das finde ich super. Das macht's mir einfacher. Vielleicht finden wir auch noch den letzten. Wäre mal nicht so schlecht. Brauchen wir die Treppeleiter nochmal? Sieht nicht so aus. Ist gar nichts, Mr. Bomberman. Okay, let's go weiter, let's weiter. Oh, ich weiß nicht, ob ich den brauche. Lass erstmal so hier durchgehen. Okay, wir müssen irgendwas activaten. Das da. Hier geht's nicht lang. Okay, das sieht für mich aber relativ straightforward aus. Den habe ich auch gesehen hier. Jo! Warte. Die Cola. Die gute Cola. Hier ist aber sonst auch wirklich gar nichts. Da ist die Konserve. Woher kommst du denn? Ah, finde ich super. Ich glaube, die hätte ich nicht gefunden. Wenn sie mir nicht entgegengeschwommen wäre. Ich nehm mir deine Ability mit dem Schwert. Zack, zack, zack. Was fehlt uns denn noch? Okay, ein verstecktes Achievement. Aktiviere jeden Schalter. Rette den Waddle Dee, der in der Mitte komisch rumschwebt und du gar nicht drankommst. XD, lol. Naja, dachte ich mir. Dich nehme ich mit. Herzlich willkommen in der Gang. Falls ihr auch zur Gang gehören wollt, dann drückt doch gerne den Abo-Button. Zusätzlich, außer dass ihr zur ultimativen, einzig wahren Gang gehört. Ja, komm. Werdet ihr auch immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade und ihr verpasst neue Kirby-Folgen nicht. Wird immer noch ein Secret Path Ding, Secret Achievement. Das sieht ziemlich final aus.
Achievement: Berühre nicht ein einziges Mal die Strömung XD, lol, Roffel. Okay, keine Ahnung. Ich schneide es euch gleich dranne. Haben wir. Zack, zack. Und gewinne den Kampf, ohne ins Wasser zu fallen. Also diesen... wieder den Boss. Immer beim Boss ist irgendwie sowas. Ohne ins Wasser. Okay. Bouncy haben wir bekommen. Sehr schön. Und... ich habe keine Ahnung, wie die Viecher heißen. Steht auch nicht mein Name dran. Doch, Cleffy! Diese in der neuen Welt weit verbreitete Bestie ist zwar putzig, aber mindestens genauso gefährlich. Bevor sie sich auf ihr Opfer stürzt, kündigt sie das durch Knurren an. Oder entführt mit ihren Artgenossen hin und wieder ein paar Waddledies. Knuffig und knuffig gesellen sich gern. Von wegen. Okay, dann snippe ich euch nochmal kurz den Boss rein, wie ich ihn mache, ohne das Wasser zu berühren. Falls das überhaupt machbar ist, kommen die Wesen überhaupt aus dem Wasser? Ich habe keine Ahnung. Dafür nehme ich mir, glaube ich, das Feuer-Item aus dem Dorf. Ja. Ja. Und die machen dann auch schon mal das Boss-Level auf. Das Boss-Level sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch da drauf. Das wird dann cool. Dann schneide ich euch ganz kurz den Boss ran und wir machen dann noch ein paar Zusatz-Mini-Sachen. Bis gleich. Oh, die Waldies haben dir beim Öffnen des Tors geholfen. Genau, das, ja, jetzt können wir uns den Boss stellen. Gut. Ach du meine Güte, nach 9 Versuchen habe ich es dann geschafft. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr lauft da einmal hin, dann berührt ihr das Wasser und ihr müsst das Level neu starten. Ihr lauft wieder hin, ihr schafft es nicht und das jetzt 9-mal, das hat mich jetzt 20 Minuten gekostet. Die Aufnahme geht jetzt 55 Minuten. Dafür haben wir Bernhard bekommen, den einfach so ein Sammelgegenstand, den ich zwischendurch noch mitgenommen habe. Dieser schnöselige Hund gilt als erstklassiger Meisterschütze, der auf flinkem Fuß die neue Welt durchstreift. Seine Augen werden zwar durch einen Hut verdeckt, doch das scheint seine Treffsicherheit nicht zu beeinträchtigen. Außerdem besitzt er auch eine exzellente Nase, mit der er seine Beute aufspüren kann. Ihr nehmt am besten, so wie ich, das Bomben-Item dafür. Also mit Feuer, also vergesst es, die Schildkröten sind unmöglich. Und wenn ihr einmal getroffen werdet, werdet ihr einfach ins Wasser gekickt. Und das war jetzt so frustrierend, ich sag's euch. So, aber jetzt haben wir das dann auch geschafft. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier ganz vorne an. Wo sind denn die ersten? Hier. Und zwar der Hammerschatz. Let's go. Hammerstraße, hau die Pfosten. Posten? Ich hab's nicht genau gelesen, Entschuldigung. Hau die Pfosten. Okay. Dann würde ich sagen, 3 Minuten haben wir Zeit, okay. Ja, aber das ist machbar. Ah, das sind die hier, okay. Ah, und dadurch baut sich dann für uns Strecke auf. Ich hab den getroffen. Perfekt, hier geht's links weiter, das ist schön zu wissen. Ja, über die fliege ich einfach drüber. Oh. Schnell weiter. Gar nicht so lange mit den Gegnern aufhalten. Na, was ist denn das? Perfekt, rüber da zu dem Hasen. Aufhauen. Nein! Was kann ich denn jetzt dafür? Ey, das ist so unfair. Einfach allem ausweichen. Okay, also wenn das noch ein Exzellent ist, also halt ein Geschafft, dann wundere ich mich schon, warum. Ja, 45 Sekunden. Hätte ich mich nicht so blöd von ihm treffen lassen, glaube ich, wäre das machbar gewesen. Aber, nun gut. So, dann, ja. Diese ganzen Sachen mit der Zeit, das mache ich offcam, wenn ich Lust dazu habe. Also gar nicht wahrscheinlich. Graben und zerstören. Die Bohrerprüfung. Ja, darauf habe ich doch Lust. Ich kann mit diesem Bohrer gar nicht umgehen. Das wird nichts. Ja, hä?
einmal da drumherum. Ah ja, das zeigt ihr mir ein bisschen später, wie das funktioniert. Hier gibt's einen Bosskampf. Ach, das sind so Mini-Challenges. Ich kann damit gar nicht umgehen, das ist der Wahnsinn. Direkt und den noch. Also, das wird nichts. Sag nicht nochmal so ein Kampf. Natürlich! Ja, komm. Also, ich bin froh, wenn ich das überhaupt in der vorgegebenen Zeit schaffe. Ich kann mit diesem Bohrer gar nicht umgehen. Hallo! Ey, was ein Schmutz! Ich bin froh, wenn ich nicht sterbe. Ja. Die Zeit läuft weiter. Ja, noch einer! Kein Problem, ey. Ich fahr jetzt einmal drumherum und dann ist der down. Natürlich funktioniert das. Ja, ich sterb hier. Ist das nicht wahnsinnig traurig? Dass ich in diesem Level fast gestorben bin? Also Bora ist wirklich noch schlimmer als Eis. Wobei mit Eis komme ich relativ... Ja, ich soll 40 Sekunden schneller sein. Komplett bescheuert. Aber nun gut, ich würde sagen, für heute reicht es dann auch. Ich bin jetzt genau eine Stunde in der Aufnahme. Ich brauche eine Pause. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gern eine positive Wertung da. Bis dann und ciao, ciao, Leute.